weiteres Hallo, herzlich willkommen zur weiteren Folge. Es geht weiter und zwar mit dem Hinweis von Raubein, nachdem wir diesen Schatz ausgegraben haben. Zur Quest, Ritual und Piratenschatz. Wir sind nicht am Ende, nicht nur, dass uns dieser verfluchte Sturm hierher verschlagen hat. Nun haben wir es auch noch mit diesem verdammten Moorleichen zu tun. Die Hälfte der Mannschaft ist bereits diesem Opfer zum Opfer gefallen. Ich verstecke hier lieber mal gleich alles, was wir auf der letzten Kaperfahrt erbeutet haben. Sicher ist sicher, Captain Raubein, Captain. Ja, dann haben wir noch gefunden, ein Amulett. Jetzt wollte ich mal gucken, welches Amulett das ist. Das müsste ja wohl das Amulett der Priester sein. Was haben wir denn hier? Ja, hier ist eins. Amulett der Priester, Krieger, Erzamulett, orkischer Talisman und dann das, was wir aufhaben. Ja, jetzt gilt es an, den Spencer anzusprechen, aber sicherheitshalber mal speichern. Schauen wir mal, was passiert. Hey du! Ist das alles? Willst du nicht mehr von dem Schatz? Ha! Was soll ich mit dem Kram? Was ist schon Gold? Blendwerk. Wahre Macht hingegen ist alles. Seltsam. Woher hast du ganz anders geredet? Was hat es denn mit diesem Amulett auf sich? Es erhöht deine Mana-Kräfte und damit deine magische Kraft. In Verbindung mit zwei Ringen, die zu dem Amulett gehören, steigert sich diese noch beträchtlich. Die du vermutlich schon in deinem Besitz hast, richtig? Ja, so ist es. Ich fand die Ringe in den Ruinen des alten Volkes. Das Amulett aber fehlte. Aber wie hast du es erfahren, dass Raubein es in seinem Besitz hatte? Als ich das Wrack im Sumpf entdeckte, fand ich dort ein altes Buch, das dem Steuermann gehörte. In diesem war zu lesen, dass Raubein das Amulett und andere wertvolle Gegenstände aus dem Tempel geraubt hat. Wie kamst du eigentlich unbehelligt auf das Wrack? Bei den ganzen Untoten? Die Moorleichen und die untote Mannschaft des Schiffes? Das alles ist mein Werk. Ich wollte Fremde davon abhalten, den Sumpf zu betreten, bis ich mein Ziel erreicht habe. Ja, ja. Verstehe. Jetzt ist mir alles klar. Nein. Dir ist noch nicht alles klar. Du hast immer noch nicht gemerkt, wer wirklich vor dir steht. Wie meinst du das? Glaubst du immer noch, dass der Pirat Spencer vor dir steht? Der ist schon lange tot. Wie? Spencer ist tot? Und du bist gar kein Pirat? Also hast du mich die ganze Zeit angelogen. Ja, so ist es. Ich habe dich in eine Falle gelockt. Wir beobachten dich schon die ganze Zeit. Wir? Wir? Wer sind wir? Okay, gab wieder kurz eine Questeinblendung. Wir sehen Licht, Wurm. Du kannst uns nicht entkommen. Okay. Gobos sind auch dabei. Was mache ich jetzt? Es wabert noch so rum. So, vielleicht habe ich ja Glück mit dem Feuerregen. Die ganze Meute mal ein bisschen. Oha. Nee, das war wohl nix. Das war ein Satz mit X. Mein Mist. Und ich brenne die ganze Zeit vor mir rum. Nee, das wird nix. Das wird nix. Das sind mir viel zu viele. Muss ich wieder anfangen. Du kannst uns nicht entkommen. Dann gucke ich mal, ob wir mal doch ein bisschen Abstand kriegen. Die anderen sind gar nicht aktiviert. Dann könnte ich den eventuell mal eben angreifen. Und Svariko. Ja. Okay, der ist jetzt weg. Ach, shit. Papa. Sind alle weg? Das war mal ein kurzer Prozess jetzt aber auch. Okay, fressen und speichern. Und dann gucken wir mal, was wir alle so haben. Oh, oh. Ja, das habe ich schon im Hintergrund gehört, als ich gegessen habe. Da ist nicht zu holen. Okay, kein Gobo-Birade, aber ein altes Intermesser. Schauen wir mal, was wir hier vorfinden. Auch Intermesser. Und toter Pirat, nur ein Knöchelchen.
gucken, hier sind es zwei. Wie ich mit den Knochen hier? Kann ich mir Gelatine von kochen oder was? Oh mein Gott, das war... Ich muss ehrlich sagen, das war der dritte Versuch. Im Off habe ich es einmal probiert. Ging natürlich auch mächtig daneben, war klar. Und dann... Oh, was ist denn hier los? Okay, gehen wir mal durch. Raubeins Enterschwert geschärft. Enteraxt, Stab der Feuermagier, Essenz der Heilung. Moment, mein Lebensenergiebonus. Elixier der Heilung, rohes Fleisch, Wachholder, Amulett der Priester. Also haben wir noch eins, okay. Ring der Priester und nochmal Ring der Priester. Aha. Ich erinnere mich an eure Kommentare mit der Kaste. Dann Almanach des der Besessenen. Oh, den müssen wir gleich mal lesen. Mal gucken, was dann passiert. Vielleicht werde ich dann selber besessen. Hier, Herz des Feuergolems ist klar. Laborwasserflasche, Gold, alte Münze und dann halt eben die Geschichten. Die werde ich jetzt mal alle einsammeln. Yep, das machen wir mal ein bisschen schnellerer. Und dann gucken wir mal nach, was es mit diesem Buch des Besessenen oder der Besessenen hat. Das war ein violettes Buch. Mal gucken, ob wir das so auf... Anhieb finden, Almanach der Besessenen. Ein beklemmendes Gefühl. Was? Ein beklemmendes Gefühl, mehr nicht. Ich dachte, ich kann da drin lesen. Okay, das Buch ist nicht weggegangen. Yep, okidoki, speichere ich mal. Dann kombiniere ich mal. Mal gucken, ob irgendwie was Besonderes passiert. Erstmal Ring, Amulett der Priester, erstmal das. Okay, dann haben wir hier Amulett der Priester und dann gehe ich mal auf meine Ringe, nachdem ich die hier weggemacht habe. Will einfach nur mal gucken. Gravierter Ring, Ring der Priester, Ring der Priester. Es gibt sogar einen Effekt. Wie cool. Wie cool. Ui, 169. Also haben wir jetzt jede Menge Mana. Das ist schön. Das wollte ich nun mal wissen. Ich habe mich jetzt wieder umgesteckt. Gucken wir mal hier, was es noch so alles gibt. Dunkelpilze. Untote Piraten. Nicht ja, die so. Haben wir ja schon. Dunkelpilz nochmal. Gibt übrigens auch Mana. Das ist so, so eine Mana-Ecke hier, nicht? Also das ist ja echt oberlustig hier. Also ich hätte gedacht, dass ich ein paar mehr Versuche bräuchte, um wirklich diese ganzen Heinis dazu zu beseitigen. Wieder beinahe gesagt, ich bin nicht nichts gut. Zu holen. Hier ist nichts. Hier geht es bestimmt auch irgendwie steil runter. Eine ganz komische Geschichte hier auf einmal. Ich bin ja gar nicht hier an diese Stelle mal gekommen hier. Ja, glaubst, jetzt haben wir es durch. Ja, mal durch. Jetzt gehen wir wieder zurück. Überlege ich nochmal, aber speichere nochmal. Logbucheintrag. Und zwar erfüllte Mission Schatzsuche im Sumpf. Ja, Piratenwolk, Raubein, verstecktes Gold gefunden. Habe den Schatz gefunden und Spencer das Amulett gegeben. Warum ist er so scharf drauf und verzüchtet auf den Rest? Ja, das Amulett, das haben wir jetzt eben alles schön festgestellt. Gab es denn noch was? Würfel mit Friend? Nein, oder? Wüsste ich jetzt nicht. Gehen wir aber mal hier unter aktuelle Missionen. Nein, das ist ja von eben. Mächtige Waffe, ein böser Geist. Der Druide Kilian berichtete mir, ach ja, Spencer war ein Knochenkrieger und der böse Geist, der den Sumpf beherrscht hat. Ich sollte Kilian davon berichten. Na, dann wissen wir wenigstens, was wir danach machen müssen. Der Admiral, der sieht auch hier erledigt aus. Und dann teleportieren wir uns mal zum Kilian. Oder auch nicht. Warum geht das hier nicht? So weit ist das auch gar nicht weg, oder? Hä? Habe ich wieder irgendwas verpasst? Genug Mana hatte ich doch. Ach du liebes Lieschen. Jetzt sind die wieder alle da. So komme ich jetzt nicht zum Kilian. Doch keinen Weltenwechsel gemacht. Was denn hier passiert? Wieso sind denn hier die ganzen Piraten am Liegen? Okay. Das waren doch nicht die, die
Die waren auch vorher nicht am Liegen. Okay, dann hat wahrscheinlich der Böse. Oder ich habe dadurch, dass ich nicht den... Nicht zu plündern. Ja, dass ich den Spencer bzw. diesen Geist erledigt habe, dass... Da ist nicht zu holen. Auch gleichzeitig die... Da umliegenden ist nicht zu holen. Gobbos zerstört habe. Das kann ich mir dadurch erklären. Vielleicht ist es ja die Story dafür. Aber trotzdem... Druidenschrein, ja. Ja, da muss man halt eben zu Fuß zum Kilian hin. Das ist ja echt lustig. Warum stehst du denn hier noch? Hey. Hallo. Okay. Hey. Was willst du denn noch? Verschwinde, geh jemand anderen auf die Nerven. Okay, warum der jetzt da so steht, wissen wir nicht. Okay, Kilian zu Fuß. Asche auf mein Haupt. Das konnte ja gar nicht mit dem Teleport nach Kilian gehen, weil ich muss ja auf die Jakendarsche Seite. Nun, ich bin immer noch hier bei dem Fischerdorf in der Nähe und mir ist aufgefallen, hier gibt es ja Bereiche, die habe ich überhaupt noch gar nicht gescoutet. Wie zum Beispiel, gucken wir mal hier gleich. Irgendwo habe ich hier was gesehen. Da. Da ist er, ne? Der Walde Golem. Ja, wie es immer in den Tipps steht, in den Spieltipps beim Einladen, wieder einladen. Ein Waldgolem vernichtet man am besten mit Feuer. Ja, toll. Habe ich jetzt auch geschafft. Aber mehr Mana habe ich nicht. Hätte ich mir mal die Dings anziehen sollen. Ja, aber so effektiv mit einem großen Feuerball bringt das hier auch wieder nichts. Also machen wir es anders. Ja, tolle Nummer. Ja, also. Den haben wir jetzt. Ja, und Holz haben wir. Und ein bisschen was eingesteckt habe ich auch. So, dann schauen wir mal weiter, weil ich habe ja noch im Laufe des Kampfes einen Ripper gesehen. Na, da ist er zum Beispiel. Umgezogen habe ich mich wieder. Ja. Und dann, so, das ist hier etwas höher gelegen alles. Und den dürften wir eigentlich auch gut wegrippen können. Na komm. Das ist wieder so ein Giftripper. Mhm, danke für den Giftripp. Noch was? Ja, noch ein Giftripp. Kann ich den eventuell... Ah ja. Oh, der Giftribbe hier wieder. Muss man wieder was essen. Gucken wir mal, wo es noch weiter was gibt. Es gab übrigens wieder 5 Mana zusätzlich bei Verzehr von Dunkelpilzen. Nicht wahr? Wie viel haben wir denn jetzt? Ach, es geht noch. Geht da wieder ein Weg hoch? Okay. Bei so einem Regenwetter sollte man eigentlich immer gut scouten. Ich sehe, hier hat es ganz viele Blauflieder. Zieh nochmal die Waffe. Bin ich hier safe? Hier bin ich safe. Sehr gut. Ein Indiz dafür, dass ich hier noch nicht war. Nicht nur wegen der Kräuter, sondern auch wegen der beiden Ripper. Ich kann mir aber vorstellen, dass es noch mehr gibt. Okay, da unten ist dieser kleine Vorsumpf, also den ich immer fälschlicherweise als großen Sumpf bezeichnete. Yep. Okay, ist spät geworden und hier geht es wieder nicht weiter oder was? Oder wie? Okay, dann müssen wir den Weg da oben hoch. Yep. Und zwar diesen hier. Kommt mir das jetzt bekannt vor, oder? Wüsste ich jetzt nicht. So, auf die Schnelle. Und dieses Regenwetter, ne? Das macht einen echt depressiv. Da, Snapper. Alles klar, also war ich hier noch nicht. Kommen sie auf mich zu? Noch nicht abspeichern.
Ah ja, da kommt er ja schon auf uns zu. Oh, wieso bist du so schwächlichst? Ja, da wird bestimmt noch mehr sein. In diesem hohen Gewächs. Na, ah ja. Da hinten. Was, nur zwei oder was? Na, da ist er. Okay. Auch hier mal eben schnell looten. Ah, da haben wir zwei. Ist eine Blutspur, die ist aber nicht von mir. Gold. Jede Menge Gold. Rostige Axt. Ring der Magie. Gold. Das müsste auch ein bisschen hellerer werden und aufhören zu regnen, aber das ist halt eben immer so ein bisschen im Gothic-Intervall, das ist klar. So, haben wir eigentlich alles hier in dieser Umgebung? Ah, hier geht's noch mehr hoch. Wer birgt sich denn hier noch? Okay, da geht noch ein Weg hoch, alles klar. Ansonsten, ach, wird das hier wohl alles gewesen sein? Und bevor wir hier weiter hochgehen, werden wir nochmal speichern. Und gucken wir mal, wo sich das hier gabelt. Gabeln. Da gabelt sich was. Links runter. Aber das sieht wie nach Sackgasse aus. Ja. Yep. Da hätten sie mal auch irgendwas hinlegen können. Wenigstens eine Wurst. Nimm mal eine Wurst. Da gibt es so einen lustigen Typ, der nennt sich Jorgensen. Der macht so Gothic-Hip-Hop. Da müsst ihr mal gucken auf YouTube, Jorgensen. Und der nimmt da die ganzen Dialoge und macht da was draus. Das ist teilweise ganz witzig. So, hier gibt es auch wieder einen Bereich mit Rippern. Götz, mit giftigen Rippern. Oh, wie sieht es mit meinem Energievorrat aus? Ah, oh, okay, Ripper. Rippen wir mal von der Entfernung mal. Na. Treffe ich eine? Shit. Ja, vielleicht hätte ich ein paar bessere Pfeile einladen müssen, aber hätte er mich jetzt entdeckt. Na, das wird doch wieder. Ja, das wird wieder giftig. Das wird wieder giftig. Ach ja. Gucken, gibt's noch mehr Ripper? Noch mehr Jacks? Nicht dann auch aus. Doch, da unten. Geht das hier noch weiter runter oder was? Lalala. Abenteuer. Abenteuer-like. Oh shit, dann bin ich selber auf einer Anhöhe. Okay, ein Schlag weg ist er. Oder war ich mit meinen Lippen? Das ist hier eine schöne, bewachsene Gegend, die ich noch nicht gescoutet habe. Gescoutet. Ah. Oh nee, nicht schon wieder so ein Spacken. Ich lasse den jetzt. Auch wegen der... Ich mache ihn im Off. So, fertig, aus. Ich mache ihn im Off. Reicht mir jetzt. Ach, was soll's. Ich zeige mal, wie der große Wald vor... große Waldgolem... Schaden nimmt von dem großen Feuerball. Nachdem ich den mal so richtig aufgeladen habe, den großen Feuerball, und versuche mal hier zwischen die Bäume. Das müsste doch eigentlich klappen. Okay. Los. Jetzt bin ich gespannt, wie viel er an Schaden genommen hat. Ah ja, das ist doch einigermaßen. Ja, du bist auch gleich hier. Wunderbar.
Mich hat er noch irgendwie zu Boden gestreckt. Okay. Bisschen Ausschuss ist immer. Waldgolem. Golemit. Götz. Das Blöde ist ja, dass es jetzt hier ziemlich dunkel ist. Und ich die Vermutung habe, dass es hier nicht mehr weitergeht. Was sagt denn unser Bogen? Okay, hier gibt es wenigstens... Aha. Dunkel war es der Mond. Was ist denn hier los? Komme ich hier hoch? Ja. Ah, ich bin halt hier... Als ich weitergegangen bin, auf dieser Seite an einem Wasserfall angekommen. Auch schön. Okay, hier gibt es nichts außer wieder ein Blauflieder. Und darüber zu hüpfen, lohnt sich das? Ich probiere es mal. Ja, ja, geschafft. Oh. Komme ich hier hoch? Ich glaube, da bringt nichts, ne? Oder? Obwohl da hinten Bäumchen sind. Komm hier nicht hoch, ne? Oder weiter geht's runter? Ne, bringt nichts. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Wieder an dem kleinen Wasserfall, an dem schmalen Wasserfall angekommen, geht's ja hier noch rechts hoch. Hier in dem Bereich war ja der Waldgolem. Dann schauen wir mal, was es hier gibt. Das sieht echt total alles völlig versumpft, versumpft nicht, aber verwirrend aus und... Was? War da noch was? Irgendwas mit Grab... Ne, Giftfliege. Ich war Grabfliege. Große Giftfliege, mhm. Die unsichtbar, oder? Die befindet sich da irgendwie bei den Steinchen. Oder was so aussieht wie eine Höhle. Oh, Leute, dieses Gewächs überall. Ah. Okay, hier wird es nichts geben. Gucken auf dem Rückweg noch ein bisschen hier. Gucken, ob es Pflänzliches gibt. Nein, gibt es nicht. Okay, das sieht aus, als könnte man da weiter reingehen. Gucken, ob wir die große Giftfliege in der Entfernung... Mhm. Wohl weiter weg. Ah ja, die ist weiter weg. Die hat mich auch noch nicht gespannt. Das ist eine Art Durchgang. Ja, schade, dass es nicht... Ne? Und da ist er. Okay. Jetzt wird es laut. Jetzt wird es laut durch das Rauschen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Oh, das könnte auch neu sein. Ich wünsche mir, dass irgendwann mal mir jemand hilft. Aha. Und sagt... Aha, jetzt komme ich hier auch nochmal hoch. Ach, verstehe. Okay, jetzt bin ich an der Stelle wieder. Wie der Insert-Code für den Schlafsack ist. Oder ob... Ja, weil ich hatte den ja in meinem ersten Let's Plays, hatte ich den ja gekauft gehabt. Dann kam eine neue Version raus und die war ja nicht kompatibel mit den anderen. Mit den Save-Games. Aber ich glaube, den Schlafsack brauche ich auch nicht. Weil ich wollte eigentlich nur den dafür verwenden, dass man, wenn es hier so eine dunkle Situation gibt, dass man wieder was sehen kann. Aber bringt nicht so viel. Denn der wurde ja auch, Moment mal, der wurde auch modifiziert, der Schlafsack. Und zwar ist das einer, der nicht immer, ach, eine Ratte nur. Wieder neu. Was bist du denn? Okay. Da ist nichts zu holen. Das war eine kleine Ratte. Mal abspeichern. Und zwar war der Schlafsack ja immer so, dass man immer volle Kalotte aufladen kann mit Lebenskraft. Aber das ist jetzt dank der neuen Version auch geändert worden. Übrigens, da hinten brennt ein Feuer. So. Also ein Bereich, den ich definitiv noch nicht... Oh, da war noch eine Giftfliege in meinem Rücken. Mal gucken, wo sie ist. Ah, nee. Da bewegt sich zwar was, aber ach. Ah. Gut. Was haben wir denn noch in der Nähe?
Noch eine Ratte, ja gut, okay. Die kann ich ja nochmal. Ist eh nichts zu holen, ich weiß. Große Gefliege, die hatte ich schon. Ach, wie geil. Ich rede vom Schlafsack und da mitten Mang ist ein Häuschen. Ich hätte beinahe jetzt was gefuttert. Hoffentlich ist da kein böser Krieger oder sowas drin in diesem Häuschen. Könnte sein, dass es ein Einsiedler ist. Ja, was heißt denn hier noch großartig rumsuchen? Okay, das Feuerkraut nehmen wir noch mit. Und dann, nee, das andere auch. Sumpfkraut, ne? Genau, richtig. Swampweed. Aha, oh, noch mehr Ratten. Okay, wenn hier Ratten sind, dann gibt es wahrscheinlich keine menschliche Lebensform hier in der Hütte drin. Oder? Gibt es hier noch eine menschliche Lebensform? Nein, gibt es nicht. Okay, schnell schlafen. Herrlich. Hä? Also das ist echt wie verhext hier. Ich kann auch nichts mehr machen. Also ich bin hier zum ersten Mal. Ich wusste von nichts. Das Ding hat ja überhaupt gar keine Wirkung gehabt, das Bett. Das ist ja... Ich gehe mal was futtern. Frühstücken sozusagen. Das ist echt wie verhext. Ich habe auch noch gerade gesagt, dass der neue Schlafsack in der neuesten Version nicht mehr all das regeneriert. Moment, hier gibt es eine neue Heimat. Brief eines Eremiten. Ach, wieder ein Eremit. Gut, dann gucken wir mal, wo der ist. Da ist er. Neue Heimat. Brief eines Eremiten. Was, ist das jetzt hier eine Wohnungsgenossenschaft oder was? Neue Heimat. Da in der letzten Zeit zu viele Leute, vorbeigekommen sind, habe ich meine Sachen gepackt und es gibt ein unbekanntes Tal, das ich durch einen Zufall entdeckt habe. Das wird meine neue Heimat. Ich hoffe, dass ich da endlich meine Ruhe haben werde. Unterschrift unleserlich. Ach so. Dann hat er sozusagen von der neuen Heimat jetzt wohl, wenn das die hier ist, keine Heimat mehr. Werd mir ein Lied dazu ein von der Gruppe Ideal zur Zeit der neuen deutschen Welle. Keine Heimat. Da, nicht singen. Singen ist nicht gut. Hier wird nicht gesungen in Gothic. Ach ja. So, jetzt ist endlich wieder ein bisschen hell. Jetzt können wir ja auch wieder was sehen. Ist das denn hier das Tal mit gemeint? Ja, dann gucken wir mal, wo könnten wir hier noch Anschluss finden? Eigentlich nirgendwo mehr. Ich sehe auch kein Gebein mehr von dem Eremiten. Okay, ja, werden wir mal weiter gucken. Ja, links da kriege ich nichts mehr zu finden. Ja, ich wollte ursprünglich eigentlich zu Kilian wieder rüber. Da muss ich erstmal auf die Jakendarsche Seite. Und wenn, dann werde ich mich... Ach, Moment, nee, hier war ich noch nicht. Dann werde ich mich wieder melden, wenn hier nichts Besonderes ist. Was ist denn los? Also, ich wollte sagen, von der Ogerhöhle, also in der ich mich dann jetzt teleportiert habe, kommt da wieder der Weltenwechsel, damit wir wieder rüberkommen zu Kilian. Von da aus kann ich mich dann teleportieren. Also bis Kilian. Jetzt weiß ich auch, warum mich da so verwirrt hat, weil ich nämlich von der einen Seite die Küste, Piratenküste sehen konnte und deswegen dachte ich, dass ich dann von da aus, von dem Spencer dann zu Kilian mich hätte teleportieren können. Dem ist auch nicht, aber nicht so. Dann gucken wir mal, wo das ist. Hab ich auf der 9 und dann gucken wir mal rein. So. Bist du hier, Kilian? Du bist hier. Schön. Der böse Geist ist Geschichte. Der böse Geist ist Geschichte. Willst du damit etwa sagen, dass du den Geist gefunden und vernichtet hast? Ja, er hatte sich in die Gestalt eines Piraten verwandelt und auch mich lange Zeit täuschen können. Nun aber wird er keinen Schaden mehr anrichten. Adanos sei Dank, du hast ihm und mir einen großen Dienst erwiesen. Hier, nimm diese Spruchrollen von mir. Ich bin sicher, dass du sie gut gebrauchen kannst.
Ja, liebe Leute, und an dieser Stelle muss ich leider aufhören und schließen. Hab mich ein bisschen verkalkuliert, was die Zeit angeht. Also hier seht ihr das hier auf meinem Schneiderprogramm. Hier rechts, das wird gezeigt, hier 37.06, das ist mir eigentlich persönlich gesagt viel zu lang. Und 30.06, da habe ich jetzt mal gestoppt und mache noch dieses Add-on hier, eine Verabschiedung. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Daumen, Abonnent und ein Kommentar sind erwünscht. Ich wünsche euch schöne Tage. Macht's gut. Tschüss.